Das ist immer ein spannender Tag, der erste Tag, und sind alle vollzählig erschienen und, wenn ich das richtig beobachtet habe, auch gut erholt. Insofern freuen wir uns auf die nächsten Wochen. Wir sind weitestgehend im Plan drin, haben aber natürlich noch vor, zwei, drei Spieler zu verpflichten. Wir werden uns die entsprechende Zeit lassen, damit wir auch kluge Entscheidungen treffen. Das haben wir uns generell abgeschminkt. Also wenn wir in drei, vier Diskussions- und Verhandlungsrunden rein müssen, dann ist es nicht der Spieler für Dynamo Dresden. Also ich kann eigentlich für die, die jetzt hier am Start sind, sprechen. Die Spieler waren hier, wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt mit dem Projekt und dann ging es ganz einfach um rechts oder links rum. Die 20 ist Zielgröße, absolut. Ich habe das ja auch nie in Stein gemalt für die 20. Ne? Also ich gehe halt durchaus davon aus, dass wir noch ein, zwei Personalien über die 20 hinaus machen können. Aber dann das Transferfenster ist bis 31.08. offen. Dort stehen verschiedene andere Optionen vielleicht dann noch im Raum, über die wir auch gesprochen haben. Neben den vertraglichen Geschichten haben wir ja noch ein paar weiche Faktoren, die sicherlich nicht ganz unwesentlich sind, mit unseren Fans, dem Stadion, einer tollen Stadt, mit dem Projekt, was wir hier beginnen. Und ich glaube, dass wir auch insgesamt von den Rahmenbedingungen für einen Drittligisten ziemlich professionell aufgestellt sind. Es sind ja eine Menge von Spielern, die eigentlich den Zenit noch vor sich haben, die den nächsten Entwicklungsschritt tun wollen. Und dafür haben wir, glaube ich, ganz gute Rahmenbedingungen. Auf uns ist keiner zugekommen. Das ist immer die Grundvoraussetzung, dass der Spieler dann mit dem entsprechenden Wunsch zu uns kommt, und das ist bis jetzt nicht passiert. Ja, heute Morgen ist Diagnostik, dann sind wir bis zum 30. hier in Dresden, dann stehen die 10 Tage Trainingslager in Österreich an. Ja, und dann geht es eigentlich ratzbatz mit dem Event gegen Celtic Glasgow, Saisoneröffnung, und am 25. ist schon der erste Aufschlag in der dritten Liga.